Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter. So wie gesagt, werden wir heute die Spieler mal gucken, wer mal heute mitnimmt. Wir haben das schon mal früher, haben wir ein paar Spieler uns geholt. Und dann so genommen, und dann werden wir ähnlich mit so, und dann werden wir jetzt gegen Gladbach spielen. Aber erst gehen wir noch die Nationalmannschaft, wer alles wo spielt. Und jetzt wird es eigentlich Nübel, jetzt hat Nübel die Schwierigkeit, hat Nübel jetzt ein bisschen. Jetzt hat Nübel ein bisschen das Problem, Leute. Normal wollten wir Nübel eigentlich als to neue als Neuer sozusagen die, aber Neuer kommt immer besser in Fahrt, Leute. Ja, ist immer besser in Fahrt kommen, Leute. Neuer. Und bei Nübel, er kämpft. Nübel kä muss halt kämpfen zurzeit. Er kämpft halt um halt einen Platz in der Startelf zu kommen. Weil eigentlich wollte man Nübel geholt, um halt Ding zu machen. So Leute, jetzt haben wir aber noch zwei Stimmen jetzt, wie, jetzt haben wir noch ein Spieler, die Dinge. Und jetzt könnten wir uns vielleicht, gucken wir noch einen Spieler, der auch nicht schlecht ist, der vielleicht für die Innenverteidigerposition nicht schlecht ist. Vielleicht für 19 Millionen Freigabesumme, 19 Millionen für ihn zu zahlen. Okay, könnte man mal gucken, wenn die Werte stimmen bei ihm, wenn die Werte stimmen bei ihm, warum nicht, Leute? Weil wir brauchen noch ein paar, noch ein Innenverteidiger wäre halt noch nicht schlecht, Leute, noch einen Innenverteidiger zu haben. Ein Innenverteidiger noch zu haben, wäre natürlich nicht schlecht, Leute. Wie gesagt, noch ein guter Innenverteidiger. Das wäre halt so eine Option, wo man mal gucken, wenn man der eine noch fertig gescoutet wurde. Aber wir werden. Oh, jetzt reden die schon mal. Ja, wir werden sehen, ob was passiert mit aber wir werden unser Spiel noch eins. Wir werden schon hingehen. Wir machen ja volle Leute. Es wird halt. Ja, außer Form sind wir nicht. Das war der Anfang der Saison, Leute. Ja, ein bisschen. Das Ding war, wir hätten anders vielleicht spielen sollen. Jetzt hätten wir halt das Ding gefunden, dass wir so spielen könnten, Leute. Das wäre natürlich, wenn wir so weiterspielen könnten mit der Mannschaft, dann könnten wir es vielleicht hinkriegen, eine Wende zu schaffen, Leute. Chemisch. In mir. Und dann bis Dayan und so, sonst lassen wir. Wenn er mal mit, ich würde sagen. Wenn er mal mit, wir brauchen genau, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Ein Innenverteidiger wäre vielleicht nicht schlecht, Leute. Und vielleicht können wir noch die Zeit abwarten und vielleicht können wir dann beide. Und dann können wir vielleicht gucken, ob wir einen noch in beide uns holen könnten, vielleicht.
Ja, dann könnte man vielleicht gucken, ob man noch einen holen könnte. Weil wir brauchen. Wir könnten vielleicht noch einen in. Voila, was für eine Megatakt. Technik von Jamal Musiala, Leute. Was für eine Technik. Wow, Junge, da wieder, das ist aber echt wie ein Monster im Tor, Leute. Das ist aber echt ein. Aber warum Kane jetzt immer wie. Warum Kane jetzt die Flanke schlecht ist, ne? Einmal jeder den König, der die Top-Torjägermaschine macht. Aber er ist ein Flanken. Ja, ruhig bleiben, Leute, sage ich. Alter, was geht? Alter, wir ballern uns jetzt hier warm im Eckballer. Wir ballern uns warm an den Eckbällen sozusagen. Mal gucken, wann jetzt es funktioniert. Und wie der Eckballer. Was? Alter, wir arbeiten, wir bleiben in der Ecke, Leute. Wir bleiben. Wie lang wird es? Wie lang wird es noch? Ah, schade. Okay, beide Teams sind da ziemlich in der gleichen Position, punktetechnisch. Oh, boah, was für ein enger. Aber man muss schon sagen, Leute, wie viele Top-Chancen wir vorne hatten mit Eckball an. Und dann nutzt Gladbach das aus. Und das ist ja, ne? Ja. Das ist halt das Ding, wir haben lange vorne gespielt, Leute, und dann haben ah, ich kann. Also war zu viel. Oh, aber jetzt was ist. Oh, jetzt ballert uns sagen. Oh, Gladbach. Ruhe. Gladbach überrennt uns kurz jetzt mal. Zwei Top-Chose über. Okay, ruhig bleiben, Leute. Jetzt mal. Okay, ruhig. War der Ball zu lang gewesen. Ah, Mann, okay.
Okay, ist das heute jetzt nur ein Spiel? Jetzt geht's wirklich. Jetzt müssen wir wieder Männer. Ah, kam wieder. Okay. Oh, Alter. Boah, was für Pech wir haben. Was, Alter. Was für Pech wir jetzt haben. Was für Pech das war jetzt. Was ist? Junge, was ist zurzeit für ein Pech, was wir jetzt haben, Leute? Warte, aber merkt er. Alter, der Torhüter halt die Bälle wirklich gut. Boah, klar. Boah, wenn wir die Tore nicht machen, dann jetzt. Yes, 2-1. Ja. Entkommt noch. Alter, können die Maschinen. Die Maschine K macht uns hell auf Rettung. Es geht hier um vieles. Kann die Aufholjagd weiter starten oder nicht? Das ist die Aufholjagd. Oh, Alter, die Münchner pushen sich weiter nach oben, Leute. Alter, es geht um die Aufholjagd in der Bundesliga, wenn ich wieder mal. Die Aufholjagd ist so. Aber zur Zeit hat Musiala ist eine Maschine geworden. Alter. Wenn ich glaube, wenn Kane nicht wäre, wäre er den Ballon d'Or gewinnen, hätte er schon. Ja, wenn Musiala, Kane, ja, Kane erste Hälfte rum, Bayern dreht hier das Spiel noch gleich. Hat gleich das Spiel gedreht, Leute.
Und jetzt wird's weiter ruhig. Kann die Mannschaft hier das Spiel noch gewinnen, Leute? Ich werfe dann noch ein der. So, jetzt wird wieder gewechselt, haben wir. Es war gut, den Schein wir zu holen. Dann war die defensive Problem halt. Das Vorteil war. Und die sind wieder so offen. Die sind wieder so. Boah! Alter, ich krieg. Alter, ich wollte. Ah, schade. Gut. Ah, Tamara hat nicht richtig aufgenommen. Oh, da er konnte ihn nicht halten, Leute. Oh, ja. Aber merkt er, ich habe nicht wieder die jüngste Tempo mehr. Boah, schade. Da konnte ihn nicht halten, Leute. Aber wir müssen noch mit Daya spielen. Weil sonst, wie gesagt, wir brauchen noch einen Junge in der Verteidigung. Boah, gegen Bremen ist das nächste Spiel, Leute. Boah. So, jetzt geht aber noch mal ein schnelles Spieler raus. Tell kommt noch mal rein. Um halt noch ein bisschen Tempo-Fußball zu spielen. Ah, Tell.
3-3 spielen, wieder offen, weiter geht's, rangehen, ranklotzen, voller Leute nach vorne schnurren. Es geht um den Anschluss in die Bunde. Man will nach oben, man will wieder an die oberen Titelkonzentration nach oben. Ah, man, zu früh, zu lange warten müssen. Ah, schade, mitkommen. Und Musiala war nicht so in der Aktion weit vorne, dass man das was generieren konnte, leider. Guerrero konnte den Ball nicht weiterleiten. Konnte nicht den Ball weiterleiten. Jetzt muss irgendwas gemacht werden. Hat zu lang gepasst. Nein, oh Gott! Boah, ich hätte rausschlagen müssen, ich hätte rauskicken müssen. Weil ich hätte rausschießen müssen. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte ihn rausspielen, aber ich hätte einfach rauskicken müssen, rausschießen müssen. Hier sehen wir das. Wie die Arschkarte. Jetzt sind wir wieder die. Oh, jetzt ist das Spiel entschieden. Auch. Jetzt ist das Spiel entschieden. Boah, ab. Boah, das. Boah, schade. Schade, das war bitterer, das war so bitterer. Boah, war das bitter für den FCD. Boah, da war das bitter, Leute. Hat zwei Fehler kurz vor Schluss gemacht. Zwei leichte Fehler am Schluss. Und dann durch das konnten wir haben das nicht geschafft. Nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Oh.
Was? Wir wollten heute die Dreier, Leute, haben es halt zum Schluss einfach nicht gesaved. Ja. Na, das war nicht abzusehen. Junge, Alter, das war bitter, Leute, es war bitter, Leute. Dass wir es nicht geschafft haben, Leute. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dass wir einmal das Spiel nicht nach der Halbzeit in der zweiten Hälfte unter Kontrolle gesetzt haben, Leute. So, jetzt gehen wir zum nächsten Spiel, Leute. Okay, Gordon wechselt. Okay, ist gut. So, jetzt sind wir hier mal weiter. Und jetzt wollen wir ein Tor erobern. So Leute, jetzt wollen wir mal nochmal die Scoutings. Wo war was? So, schauen wir mal kurz. Jetzt gucken wir mal kurz. Oh Gott, uiuiui. Okay, wo, was mit dem? Junge, Rechtsverteidiger, oder? Jetzt schauen wir mal kurz, ob man hier in. Einer finden, wo man mal vielleicht mal. Noch 7 Tage, okay. Okay, ihn wollen wir holen. Einer von, oder die zwei werden. Da ist 19, wer hat besser wie er, Leute. Ebo ist Weltklasse-Talent, aber er wäre halt. Jede Position. Okay, wir müssen mal gucken, vielleicht kriegen. Schauen wir mal. Okay. Sam Lee, okay, 86, okay. Dann müssen wir mal gucken, wie viel müssen wir. Schauen wir mal, ob du irgendwie. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Es wäre halt noch gut, noch ein Innenverteidiger irgendwie. Okay, dann könnte man mal gucken, wo ist. Ob noch Irrchen. Ja, aller Ball spielt immer noch, okay. Und noch einer haben wir jetzt noch.
So, Leute, aber ich würde fast sagen, für heute machen wir wieder Feierabend. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann, Leute. Und wir werden jetzt noch gegen Island spielen und dort versuchen, uns für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.